In diesem Video präsentiere ich euch ein Induktionskochfeld aus dem Hause V-Zug. Und zwar handelt es sich um das Induktionskochfeld V4000i804. Und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und wie schon im Intro gesehen, geht es heute wieder um V-Zug und zwar um das Induktionskochfeld V4000i804. Wir haben hier ein Induktionskochfeld mit einer Gesamtbreite von 76 cm und einer Tiefe auf der Arbeitsplatte von 50 cm. Das Kochfeld hat insgesamt 4 Kochzonen. Es sind Flex-Induktionszonen. Was das bedeutet, kommen wir gleich dazu. Und das Ganze ist hier im wunderschönen Schwarz gehalten. Wir haben eine Glasfläche von Schott-Ceran mit der Mirador-Bezeichnung. Das heißt, wir haben hier ein Glas, was weniger kratzanfällig ist. Ja, und wenn wir das Ganze einschalten, dazu setzen wir unseren Bräter hier schon mal auf. Wie gesagt, wir haben insgesamt 4 Kochzonen. Jede Kochzone hat eine Leistung von 3700 Watt. Und wir sehen jetzt schon, dass hier die Brückenfunktion sich automatisch eingeschalten hat auf unseren Bräter. Wir bekommen auch nur noch einen Slider hier angezeigt und können hier zwischen 9 Leistungsstufen wählen und haben dann noch die Powerstufe. Und wir nutzen jetzt gleich einfach mal die Gunst der Stunde und schauen uns an, ob es sich hier wirklich um Flexzonen handelt. Wenn wir hier Zonen, also 2 klassische Induktionszonen hätten, dann würden wir hier, wie es schon im Bräter abgezeichnet ist vom vorherigen Test eines anderen Kochfeldes, 2 kreisrunde Zonen. Wenn das Wasser dann flächig blubbert, dann haben wir hier tatsächlich richtige, echte Flexzonen. Ja, das Kochfeld selber hat natürlich die Ausstattung wie andere Induktionskochfelder. Wir haben eine Pausefunktion, wir haben den Kurzzeitwecker, wir haben eine Wischfunktion, was es uns erlaubt, das Kochfeld, wenn was übergekocht ist, wenn es Fettspritzer gibt, während des Kochens zu reinigen, ohne dass wir irgendetwas hier an der Stelle verstellen. Ja, und während wir hier warten, bis das Ganze richtig in Action ist, damit wir hier schön die Blasenbildung sehen, noch eine kleine Bitte an euch, denn wir haben hier ein Glas mit Reiskörner und die Reiskörner sind symbolisch für unsere gesamten Zuschauer. Ich gebe jetzt mal die Reiskörner hier auf unser Kochfeld. Also vielen Dank, dass ihr so zahlreich unsere Videos schaut. Doch nicht alle von euch abonnieren oder haben unseren Kanal abonniert, denn das sehen wir ja in der Statistik. Die kleine Menge der Zuschauer hat unseren Kanal abonniert. Die große Menge unserer Zuschauer ist noch ohne Abo auf unserem Kanal unterwegs. Das Abo ist kostenfrei. Mit eurem Abo unterstützt ihr unseren Kanal und wir können zahlreiche tolle Videos für euch produzieren. Also während wir warten, bis das Wasser hier richtig am Kochen ist, noch kurz den Abonnier-Button drücken und uns unterstützen. Vielen Dank schon mal an meiner Stelle dafür und jetzt gucken wir, was wir hier für eine phänomenale Blasenbildung haben. Unser Test ist im vollen Gange und wir sehen, dass wir hier eine durchgängige kochende Fläche haben und somit haben wir den Beweis, dass so wie der Aufdruck hier uns auf dem Kochfeld angezeigt ist, auch wir hier eine tatsächliche Flex-Induktion haben. Unsere 4 Kochzonen selber haben eine Größe von 17,8 cm mal 22,5 cm. Und die Bedienung, wie ihr ja auch seht, komplett in Rot gehalten. Nach unserem Test bzw. nach eurem Kochen darf das Kochfeld natürlich in der Regel gereinigt werden. Und dafür findet ihr in unserem Shop neben den anderen Reinigungsmitteln für die Küche auch hier den Glaskeramik-Kochfeldreiniger, der euch unterstützt bei der perfekten Reinigung eures Kochfeldes. Ja, und wenn euch andere V-Zuggeräte interessieren, wenn euch andere Technikvideos interessieren, empfehle ich euch die Links und unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutsmann Küchen Logo und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer
mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.